Wie kann ich schnell und einfach in 3 Schritten mit meinem Geistführer in Kontakt treten? Ich werde das sehr oft gefragt von meinen Klienten, die sagen, ach Inge, du machst das so schnell, so schön, so klar, bekommst so klare Antworten. Was kann ich tun, um das auch zu erlernen, in Kommunikation mit meinem eigenen Geistführer zu treten? Im Grunde ist das eine Technik von 3 Schritten, die einfach sind und dennoch ein bisschen Übung erfordern können. Manchmal geht es sehr schnell, manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Die Basis für diese 3 Schritte ist Vertrauen. Vertrauen ist generell eine unglaublich gute Idee, ins Leben einzubringen und mit Vertrauen durchs Leben zu gehen. Warum? Weil es vieles vereinfacht, weil es viele Vorteile mit sich bringt. Ich bin mir sicher, du stimmst mir dazu. Welches Vertrauen brauchen wir, um mit dem Geistführer, mit dem eigenen Geistführer in Kontakt zu treten? Zunächst mal, weil es einfach schön ist und praktisch und für alles Mögliche gut und wichtig, das Vertrauen ins Universum, in Gott oder wie auch immer du diese Kraft bezeichnen möchtest, die uns umgibt. Das zweite Vertrauen ist das Vertrauen in dich selbst. Das Vertrauen, dass es möglich ist, dass du deinen Geistführer wahrnimmst, dass du mit deinem Geistführer in Kontakt trittst, dass du diese Fähigkeiten in dir trägst. Und ich kann dir sagen, das tust du, weil jeder Mensch die Fähigkeit zur Medialität in sich trägt. Es ist etwas Natürliches und wir haben es in uns. Mehr oder weniger ausgeprägt, aber die Anlage ist in jedem Menschen. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich habe noch niemanden getroffen, bei dem das nicht so war. Das dritte Vertrauen, das wir brauchen, ist das Vertrauen in unseren Geistführer. Wir wollen ihm vertrauen, ihm oder ihr. Wir wollen ihm vertrauen, dass er sich zeigt, dass er zu uns spricht, dass er uns erlaubt, ihn sehen oder fühlen zu lassen. Ja? Also wir starten mit einer guten Basis, an einem guten, soliden Vertrauen. Je beständiger, je stabiler das ist, desto leichter werden uns die 3 Schritte fallen. Gut, der erste Schritt, wir rufen unseren Geistführer. Dazu braucht es keine ausgefeilte Technik, keine stundenlange Vorbereitung an Meditationen oder sonstigem, sondern wir gehen in die Basis des Vertrauens und rufen mit unseren Worten unseren Geistführer. Zum Beispiel, lieber Geistführer, bitte komm zu mir. Lieber Geistführer, ich will dich jetzt spüren. Lieber Geistführer, bitte leiste mir Gesellschaft. Es ist völlig gleich, welche Worte du dazu wählst. Wichtig ist die Absicht dahinter und wichtig ist für mich auch eine respektvolle Begegnung. Es braucht keine Unterwürfigkeit der geistigen Welt gegenüber, aber ein respektvolles Miteinander, so wie du es mit guten Freunden oder mit allen Menschen pflegst, ist eine schöne Basis, das ist meine persönliche Sicht dazu. Das bedeutet, du rufst in deinen Worten deinen Geistführer und nein, du musst dazu seinen Namen nicht kennen. Er weiß, dass er zu dir gehört. Ja? Du rufst den Geistführer, gehst in die Stille und der erste Schritt ist fühlen und beobachten. Nimm wahr, ändert sich etwas in dir oder um dich? Ruf den Geistführer, geh in die Stille auf der Basis deines Vertrauens und fühle. Was kann passieren? Es kann sein, dass dein Körper kühl wird, warm, dass du eine Gänsehaut spürst, entweder auf einem Arm, auf dem ganzen Körper oder an anderen Körperstellen. Es kann sein, dass deine Augenlider beginnen ein bisschen zu flattern. Es kann sein, dass du eine Präsenz hinter dir spürst, an der Seite oder ganz um dich herum. Es können viele Dinge geschehen. Es kann sein, dass du eine Wärme in deinem Herzen spürst. Es kann aber auch sein, dass du das Gefühl hast, der Raum ist voller Menschen um dich. Es kann sein, dass ein vertrautes Gefühl von Verborgenheit sich einstellt. Vieles ist möglich. Dieser Weg ist sehr individuell und deshalb auch deine Wahrnehmung. Vertrau dem, was du wahrnimmst, auch wenn es ist, dass du zum Beispiel eine Farbe siehst oder einen Duft in der Nase wahrnimmst. Es kann sein, dass du diesen ersten Schritt sehr oft wiederholen willst, bevor du dir sicher bist, dass du etwas spürst. Bleib im Vertrauen, Vertrauen in das Universum oder Gott, in dich und in deinen Geistführer. Und dann wiederhole diese Übung.
Selbst wenn du glaubst, nichts zu spüren, mit jedem Mal machst du einen Fortschritt. Wie lange sollst du diese Übung machen? Solange du willst. Es können 2 Minuten sein, es kann 1 Stunde sein. Es kann jeden Tag sein, einmal die Woche, einmal im Monat. Je länger und je öfter, desto schneller hast du Fortschritte, wie bei allem, was wir im Leben üben. Und ja, man kann es auch übertreiben. Die Gefahr ist jedoch relativ gering. Was passiert, wenn ich es übertreibe? Ich bin vielleicht ein bisschen neben mir, ich bin nicht so gut geerdet, ich bin nicht so klar. Das ist schon das Schlimmste, was geschehen kann. Wir kommen zu Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 2 ist, wir rufen unseren Geistführer, Stille, Vertrauen, rufen den Geistführer. Der Schritt Nummer 2, der darauf aufbauend folgt, ist, wir sprechen zu unserem Geistführer. So wie wir zu einem guten Freund sprechen. Wir können ihm von unserem Tag erzählen. Wir können ihn auch in einer bestimmten Angelegenheit um Hilfe bitten. Wir können auch ihm etwas erzählen über unsere Emotionen, über unsere Erlebnisse, über unsere Hoffnungen, Träume und Ziele. Wir sprechen zum Geistführer. Und du hast es schon erraten, wir sprechen zu ihm. Es ist noch keine Kommunikation. Die Kommunikation geht jetzt von mir oder von dir zu deinem Geistführer. Und damit ist der 2. Schritt erledigt. Auch das kannst du öfter wiederholen. Du sprichst zu deinem Geistführer im Vertrauen, dass er da ist, im Vertrauen, dass er dir zuhört. Wenn du eine Bitte stellst, im Vertrauen, dass sie gehört wird und dass er dir dabei hilft, sie zu erfüllen. Dann kommen wir schon zum Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 3 ist, ich stelle meinem Geistführer Fragen. Und ja, ich baue wieder auf. Vertrauen, Stille, Geistführer rufen, zu ihm sprechen, aber diesmal in einer Form von Fragestellung. Und ich öffne mich ganz bewusst für Antworten. Was kann ich meinen Geistführer fragen? Ich kann ganz simpel beginnen, dazu würde ich auch raten. Ganz simple Fragen wie, was ist für mich jetzt wichtig zu wissen? Worauf soll ich heute achten? Was ist mein nächster Schritt? Hast du eine Botschaft für mich? Beginne mit einer dieser Fragen, stell sie in Gedanken, mental oder telepathisch und öffne dich für die Antwort. Wie kann ich mich für eine Antwort öffnen? Indem ich meine Sinne öffne. Und meine Sinne ist das Sehen, das Fühlen, das Hören, das Riechen, aber auch das Wahrnehmen am Körper, in den Emotionen. Die Wahrnehmungskanäle umfassen auch das Hellwissen, das heißt, plötzlich fällt mir etwas ein, scheinbar fällt mir etwas ein, aber auf eine Art weiß ich, es ist nicht mein Gedanke, er wurde mir gegeben. Ja? Ich öffne mich also auf allen Kanälen. Die Antwort kann auch auf über all diese Kanäle mich erreichen. Ich habe eine Emotion, ich habe eine körperliche Wahrnehmung, ich habe ein Bild vor mir, eine Vision oder wie ein kurzer Film, den ich sehe. Ich habe ich höre etwas oder ich rieche etwas oder ich habe einen plötzlichen Einfall, ein Hellwissen. Ich kann auch Worte oder Sätze vor mir sehen oder sogar hören, dass mein Geistführer zu mir spricht. Auch hier ist vieles möglich. Die Antwort, und dazu brauchen wir wieder unser Vertrauen, kann gleich oder später erfolgen. Das bedeutet, sobald ich meine Frage an meinen Geistführer stelle oder meine Bitte formuliere, kann ich sofort unmittelbar eine Antwort erhalten oder ein paar Stunden später, einen Tag später, mehrere Tage später oder um etliches mehr später. Ja? Diese Antworten können mich sogar erreichen über andere Menschen, die im Gespräch plötzlich etwas sagen, das die Antwort auf meine Frage ist. Es kann sein, ich schlage die Zeitung oder eine Zeitschrift auf und da steht plötzlich die Antwort oder ein Buch oder in einem Film oder ein Satz in einem Lied, das ich höre. Wir müssen da unsere Sinne sehr weit öffnen und sehr großzügig sein. Unsere Geistführer kommunizieren mit uns. Ja? Dieses Vertrauen habe ich und das ist unerschütterlich. Sie sind da, sie wollen Gutes für uns, deswegen sind sie unser Geistführer. Sie wollen uns begleiten, uns führen, uns Gutes tun,
unserer Seele zu Wachstum und Bewusstsein verhelfen. Und sie wollen mit uns kommunizieren und sie antworten uns immer. Nicht immer können wir es wahrnehmen, das ist richtig. Aber das können wir üben, mit genau diesen drei Schritten. Ich empfehle, den Geistführer wahrzunehmen als einen guten, weisen Freund, der mich begleitet. Ich bekomme von meinem Geistführer nicht immer Antworten, aber manchmal ist keine Antwort auch eine Antwort, weil ich dann sehe, dass er mir sagt, dass diese Antwort, diese Frage nicht wichtig ist für mein Leben, irrelevant. Dass es ganz gleich ist, wie ich mich entscheide. Ja? Dass ich sozusagen freie Hand habe, unbeeinflusst entscheiden kann. Oder dass der Zeitpunkt noch nicht richtig ist, um diese Frage zu stellen, weil ich davor noch durch Erfahrungswerte gehen soll. Es ist vielleicht möglich. Ich hoffe, ich konnte mit diesem kurzen Video Klarheit bringen und weiterhelfen. Ich freue mich, wenn du dich auf diesen Weg einlässt. Ich bin sehr gerne dabei behilflich. Auch wenn du Fragen über dein Leben hast, die du mit deinem Geistführer selbst noch nicht klären kannst oder möchtest, bin ich gerne in Telefonsitzungen oder persönlichen Sitzungen für dich da. Ein wichtiger Hinweis noch, wir sollten bedenken, wenn wir in Kommunikation gehen mit unseren Geistführern, wir haben alle aus meiner Sicht ein ganzes Team, manche haben vielleicht auch nur einen, die meisten haben mehrere, mein geistiges Team nenne ich das immer und ich glaube, dass es für viele Menschen so ist. Um diese Kommunikation gut, tragend, stabil und effektiv relevant zu halten, müssen wir selbst in einen sehr neutralen Modus gehen. Das bedeutet, wenn ich aufgewühlt bin zu einem Thema, das mich betrifft, ist es schwierig, eine Frage zu stellen, weil ich einen Wunsch habe. Ich will eine bestimmte Antwort hören. Oder ich bin sehr aufgewühlt, emotional und kann dadurch gar nicht alle Kanäle öffnen. Das bedeutet, es ist gut, mit diesen allgemeinen Fragen zu starten, wie ich es beschrieben habe. Wenn man weiter in die Tiefe gehen will für sich oder andere, sollte man da genauer und konkreter daran arbeiten. Ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte. Wenn dir das Video gefallen hat, klick gefällt mir, abonniere meinen Kanal und wir hören, sehen uns wieder. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns begegnen.